Super. Heute ist ein besonderer Tag. Imani geht das erste Mal zum Zahnarzt. Bist du bereit? Ja. Was ist ein Zahnarzt? Hallo? Alles klar? Ja. Bist du aufgeregt? Ja. Imani Chengawi? Ja? Imani, wir sind dran. Am besten, wir legen sie auf deinen Schoß, Luisa. Imani, komm. Imani, wir dürfen das nicht anfassen, okay? Jetzt Mund auf. Jetzt ist Imani Zahnärztin. Nicht so doll, okay? Nein. Sucuk? Imani, wir dürfen das nicht mitnehmen. Amerika. Mila ist die Woche nicht da. Sie ist auf Klassenfahrt. Wir können sie nicht erreichen, weil sie kein Handy dabei hat, aber wir können ihr eine Karte schreiben. Luisa, welche Karte nehmen wir? Von Herzen. Gibt's nicht irgendwas, wo steht von Herzen, du falscher Fuffi? Ja, haben Sie irgendwas mit falscher Fuffi drauf? Falscher Fuffi? Ja. Nee. Wir brauchen irgendwas mit falscher Fuffi. Da muss draufstehen, du falscher Fuffi. Wenn du zurück bist, werde ich dich auseinandernehmen. Was sollen wir schreiben? Wir vermissen dich. Okay. Vermissen dich. Warte ab, wenn du zurück bist, was ich mit dir machen werde. Gib mir meinen 5 Euro zurück, was ich dir letztens gegeben habe. Okay, schreib, wir vermissen dich, Nader, Imani, Luisa. Wir vermissen dich, Nader, Imani, Luisa. Für Mila, du falscher Fuffi. Luisa, wir können dir doch nicht nur eine Karte schicken. Ich habe eine Idee, sie wird bestimmt Hunger haben. Nader, ist dein Ernst? Warte ab. Amerika. Luisa gibt Autogramme. Nein. Mann, jetzt bin ich aufgeregt. Ich hab kein Autogramm. Jetzt Imani. Stark, das ist Imanis Autogramm. Wow. Imani, aber was sollte das sein? Kaka. Was ist heute? Weltfrauentag. Erklär mir mal, warum Weltfrauentag? Ich blicke nicht mehr durch. Es gibt Valentinstag, es gibt Muttertag, jetzt gibt es auch noch Weltfrauentag. Weltfrauentag, ich weiß nicht genau warum, aber es ist einfach gut für die Frauen. Weil die Frauen sind sehr wichtig und deswegen gibt es Weltfrauentag. Die Frauen sind die wichtigsten. Warum sagt man bei uns, unter den Füßen der Mutter liegt das Paradies? Mütter sind heilig und du bist eine Mutter. Also bist du auch heilig. Und du, wer bist du? Du bist auch eine Frau. Bist du ein Baby? Meine Baby. Ich zeig dir, was man am Weltfrauentag seiner Frau schenkt. Um ihr zu zeigen, ich liebe dich über alles, du bist mein Perle. Unter den Füßen meiner Mutter liegt das Paradies. Du bist jetzt auch eine Mutter, also unter deinen Füßen liegt auch das Paradies. Unter den Füßen der Väter liegt Käse. Weil unsere Füße riechen immer nach Käsefüße. Was schenkt man einer Frau zum Weltfrauentag? Nummer 1, Rose. Nummer 2, was wichtiger ist? Jindawi Bowl. Warum Jindawi Bowl? Eine Rose kann man nicht essen. Frauen lieben Essen. Eine Jindawi Bowl kann man essen. Als Mann musst du klug sein. Mein Perle, zuallererst eine Rose. Dankeschön. Warte, ich bin noch nicht fertig. Wir haben jemanden vergessen. Wir haben auch eine Rose für Imani. Imani, die ist für dich. Luisa, steck mal in deinen Achsel. Was willst du? Gitter. Hakuna Matata? Wie schreibt man Hakuna Matata? Mama. Mama fragen? Wie schreibt man Hakuna Matata? Hakuna Matata. Hakuna. Gitter. Hakuna. Tata. Nein, da fehlt doch was. Auto, Tata. Matata. Haku. Tata. Haku Tata gibt's nicht. Ma Tata. Sag mal Matata. Tata. Imani, sag mal Matata. Mama Tata. Matata. Ma. Tata. Nein, du sagst Ma. Ma. Tata. Ma. Nein. Ey, was ist los mit dir? Was ist los mit deinem Kopf? Nur Karussell drin oder was? Hakuna Matata. Amerika, du warst auf Klassenfahrt. Richtig. Warum bist du schon zurück? Weil ich Heimweh hatte. Ich hatte Heimweh, weil ich euch vermisst habe. Am meisten Imani und Coco. Wie lange hast du dort ausgehalten? 3 Tage. Es waren die längsten und schlimmsten 3 Tage meines Lebens, Nader. Da war immer ein Huhn.
Ich bin um 7 Uhr aufgestanden. Wegen diesem Huhn. Wallah, ich wollte dieses Huhn essen. Jeden Morgen dasselbe. Also hast du einfach Klassenfahrt abgebrochen? Ja, ich habe abgelochen. Abgelochen? Ich habe abgebrochen, weil ich konnte halt einfach nicht mehr. Ich habe euch alle vermisst. Ja, hör mal auf zu quatschen jetzt, nein, okay? Wir freuen uns, dass du zurück bist. Komm, wir müssen einkaufen. Was sagst du dazu? Mila, schwache Leistung, aber ich bin froh, dass du wieder an Bord bist. Siehst du aus wie Thomas. Meinst du Thomas München? Mila, der heißt Thomas Müller. Mila, sag mal alles, was du über Reis weißt. Ich weiß, es gibt Weizenreis oder wie das heißt. Ich weiß, es gibt Vollkornreis. Und ich weiß, dass man Weiß in ein Duftzeug reinmachen muss, damit es dicker wird. Luisa, welche Schuhe soll ich anziehen? Die? No. Die? No. Die? No. Die? No. Die? Yes. Okay, let's go. Left, right. Zum Urteil. Left, right. Ey, weißt du, was mir auffällt? Was? Hättest du einen Schnurrbart, würdest du aussehen wie Super Mario. It's me, Mario! Zum Urteil! Left, right! Bubble Tea is in the house. Jadla. Left, right! Hier riecht's unglaublich lecker, Nedir. Ich möchte bitte ein Bubble Tea. Okay, Leute, jetzt müssen wir warten. Luisa, das Ding vibriert. Wir müssen. Wow, ihr wisst Bescheid, ihr falschen Puffis. Wir machen Berlin unsicher. Die Berliner Straßen gehören uns. Let's go. Falls ihr euch fragt, wie wir unsere Beziehungsprobleme klären, wir kämpfen. Spaß, wir haben keine Beziehungsprobleme. Sie weiß, dass du gerade mit ihr schreist, dass du heute bei ihr bleibst. Ey, was los? Mila, wie alt bist du? Du hast nur Liebeslieder im Kopf. Was hast du für Stress im Leben? Hab was Besseres verdient. Deine Liebe war wie Krieg. Ob du hier bleibst oder nicht. Ob du mich morgen noch liebst. Ey, hat Imani schon mal in ihrem Leben Döner gegessen? Nein. Imani, willst du Döner? Hallo? Willst du mit Mama reden? Hi. Imani, möchtest du einen Döner essen? Ja. Imani, wie isst du deinen Döner? Ich hole dir einen Döner mit Schaf. Nein! Nedir, willst du, dass die Windel reißt? Also? Döner mit Knoblauch oder mit Kräuter? Also? Döner? Imani, dein erster Döner. Sag mal Döner. Ja. Lecker? Ja. Mehr? Mehr. Sie ist nur Rotkohl. Wenn wir nicht gestorben sind, leben wir noch heute. Seid ihr eingeschlafen? Ey, wow.